Hallo und herzlich willkommen zurück zu Soul 2. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ihr seht, die Sonne geht gerade auf. Und ich war ein bisschen fleißig am Angeln, damit wir auch unser Angler-Skill sukzessive ein bisschen gesteigert bekommen. Was steht heute auf dem Plan? Wir wollen auf jeden Fall die Marodeurs-Quest abgeben, das ist klar. Und ja, wir können, glaube ich, auch eine Quest am Postkasten abgeben. Lass mich mal gucken. Ja. Wunderbar. Und noch eine. Auch sehr gut. Schocktherapie. Das war das mit dem Fisch, glaube ich. Sehr schön. Jetzt sind wir auf jeden Fall, was die Quests angeht, schon wieder ein wenig leichter. Wie gesagt, die hier geben wir gleich noch ab. Die hier müssten wir auch abgeben. Da muss ich nur noch mal gucken, wo der Questgeber war, aber ich habe es mir aufgeschrieben. Viel wichtiger ist, ich habe hier mal einen Blick auf die Map. Ich habe hier eine Insel entdeckt, wo wir auch in das Marodeurs-Camp können. Jetzt würde ich aber zuvor gerne mal ein bisschen kochen, denn wir haben ja einiges an Fisch gekriegt und wir haben ein paar Fischrezepte. Ah, hier. Vielleicht verkaufe ich auch einfach ein bisschen was davon, um ein bisschen Kohle zusammenzukriegen. Das haben wir soweit. Jetzt gucken wir mal kurz hier. Das können wir auf jeden Fall noch, weil im Kochen müssen wir auch ein bisschen hochkommen. Deswegen haue ich hier alles durch. Was fehlt uns hier? Töfkens? Okay, Töfkens haben wir gerade nicht. Da haben wir nichts. Da haben wir nichts. Davon machen wir mal eins. Sehr schön, dann haben wir doch einiges verkocht. Dann würde ich sagen, wir springen auch gleich auf die Insel rüber. Erstmal essen wir was. So, jetzt muss ich mal gucken. Und die Chest machen wir schnell auf. Ja, neue Angelhaken, Edelstein, Heiltränke. Ist okay. Ich habe auch zwei Kisten beim Angeln gefunden. Machen wir auch mal auf. Pfeile und Kopper. Ja, ist nice. Nochmal Pfeile, nochmal Kopper. Finde ich cool, dass da Pfeile drin sind. Zwei Flaschen mit einer Map haben wir gefunden. So, wir machen auch das hier noch auf. Eine Karte war dabei, Rezept war dabei, ein Amulett war dabei. Bei Amulette gucken wir auch gleich mal rein. Da habe ich nämlich, als ich ein bisschen rumgefahren bin und hier und da ein paar Inseln abgegrast habe, wie ihr seht. Also von hier sind wir das letzte Mal gestartet und ich habe hier mal alles abgegrast, um einfach ein paar Ressourcen auch zusammenzubekommen. Auf den Inseln selber war jetzt nichts Spannendes. Es gibt eine Insel, da werden wir auf jeden Fall nochmal hinfahren. Da gibt es eine Ruine mit Skeletten. Die habe ich noch nicht gemacht. So, jetzt lasst uns mal nach dem Amulett schauen. Was für Fähigkeiten gibt es denn hier? Hier gibt es wieder Axt. Ach, so schlecht ist es nicht. Das würde ich tatsächlich mal behalten. Also die grünen Klamotten behalte ich soweit alle mal. Weil vielleicht schwenken wir ja doch nochmal um auf Axt. Ich weiß es noch nicht genau. Das behalten wir alles und die restlichen hier, die würde ich verkaufen. Dann sind wir die los. Die Schuhe behalte ich auch nochmal. Und diese Ringe behalte ich hier auch. Aber ansonsten würde ich den Rest rausfeuern. Zu essen ist klar. Jetzt gucke ich gerade mal. Wir haben auch einiges an Rezepten. Das schauen wir uns an, sobald wir in der Gilde waren. Ich will nur mal gucken. Haben wir noch Zeug zum Verkaufen? Das habe ich alles in der Tasche. Sehr gut. Dann flitzen wir schnell rüber. Ach, was ich ganz vergessen habe. Bevor wir rüber flitzen, natürlich. Ich habe das Schiff. Ich habe das Gefühl, das Schiff ist ein bisschen breiter als das andere. Oder ein bisschen länger. Ich habe hier wieder unseren... Den müsste ich eigentlich noch umdrehen. Der steht falsch rum. Wobei, vielleicht lasse ich das so, dann sieht man das Licht von hinten. Unsere Schmiede, die Kiste wieder. Ich habe jetzt aber hier im Innenraum mal nur das Lagerfeuer zum Kochen reingemacht. Und die Tische habe ich jetzt hier mal zwei gegenübergestellt und einen hierhin. Ich fand das ganz gut. Dann ist das ein bisschen besser mit der Aufteilung. Dann haben wir ein bisschen Platz gewonnen auf dem Schiff. Und ich dachte mir, jo, ich habe ein bisschen rumprobiert, was man so, wie man es so stellen kann. Und ich fand das eigentlich die schönste Lösung.
So, die Kisten hier dürften alle leer sein. Die habe ich nämlich schon leer geräumt. So, dann springen wir hier mal rein. Ich bin gespannt, wie die Quest hier weitergeht. Weil davon mache ich dann abhängig, wie wir auch weiter vorgehen. Ob wir jetzt erst hier die Quest dann weiterverfolgen wollen. Oder ob wir uns eine der Maps raussuchen. Bei den Maps, ich habe die mal ein bisschen aussortiert. Oh, guck mal. Schiffswrack hatten wir auch noch nicht. Ich habe die mal ein bisschen aussortiert. Also die, die wir schon kennen, sind alle draußen. Das sind tatsächlich alles Maps. Die kennen wir noch nicht. Here to buy. So, als erstes machen wir mal eine kleine Verkaufsrunde. So, das kann weg. Na, da ist ein bisschen was zusammengekommen bei der Rundreise. Eine Schaufel behalten wir. Naja. Ja, Schüssen. Boah, wir haben auch echt viele Äxte, ne? 3, 6, 2, 8, 3, 6. Drei Talente, die müsste ich mir nochmal angucken, welche davon wir tatsächlich verkaufen wollen. So, jetzt schauen wir mal hier. Also, der weg, der weg, der weg. Dann haben wir es, ne? Jo. So, bei den Essenssachen haue ich natürlich die ganzen Verrotteten raus. Die könnte man sicherlich auch wegschmeißen, aber mir ist einfach, ja, das bisschen Kupfer nehme ich mit. Why not? Zumal der Rucksack ja so groß ist, dass es eigentlich gar keine Rolle spielt. Boah, haben wir viele Bananen. Wow. Sieht ein bisschen so aus, als hätte ich eine Bananenplantage überfallen. So. Das ist alles noch gut. Die bringen 5. 5, 5, 5, 5. Wir bräuchten mal ein Rezept für Barracuda. Das wäre nice. Was bringen die? 2. Davon haben wir auch einige. So, guck mal, den Käse haue ich raus. Das ist alles noch fresh. Heiltränke haben wir auch einiges, ne? Die Krabben bringen sogar 5. Nice. Ach, die Fischrezepte bringen auch 10. Okay, ich hatte gehofft, dass die vielleicht mehr bringen. Guck mal, das können wir raushauen. Wow, haben wir viele Fische. Mir tut es immer ein bisschen leid um das gute Fleisch, aber wir haben leider noch kein Rezept dafür. Ist echt ärgerlich. So, das haben wir. Jetzt gucken wir mal kurz durch, welches wir vielleicht von denen kennen wir. Na, so kommen wir langsam zumindest mal wieder ein bisschen zur Kohle. Die sind echt super. Ein Silber bringen die, ne? Das ist wirklich super genial. Die bringen 5 Kupfer, nur die blauen? Nee. Ach, kommt drauf an. Was für eins wahrscheinlich. Das haben wir. Das behalten wir. Das behalten wir auch. Die Maps auch so. So. Da sind wir bei 82 Silber. Wir kommen langsam aber sicher dem einen Goldstück schon näher. Oh, wie bitter, ne? Da spielst du 40 Stunden und hast noch nicht mal ein Goldstück zusammen. Das ist ja hart. So, guten Tag. Wie geht's? Wie steht's? Wir müssen aber hier unten zu Tadois. Guten Tag. Ahoi. So, er fragt mich, hast du deine Schematik gefunden? Gut für dich. So, hier ist die Bezahlung. Ja, dann zeig ich mal her. Eine Chest und 3 Silber. Speak to Victor, okay.
The Missing Map. Was? The Missing Map. Okay. Die nehmen wir auch gleich mal rein. Ist die drin gewesen? Jo, so. Jetzt gucken wir aber schnell in die Kiste rein. Ich bin ja mal neugierig. Ich verstehe gar nicht, warum sind die Kisten eigentlich bei Essen? Das ist interessant. So, aufhören. Ein Säbel, ein Rezept und Tränke ohne Ende. Natürlich schauen wir uns als erstes mal das Säbel an. 3 bis 10, 5 bis 16. 6 Konstitution. Ja, da ist das natürlich mit dem Mix schon geiler, ne? Ja, das würde ich tatsächlich verkaufen vielleicht. Muss ich mal gucken. Oder wir bewahren es auf. Und irgendwann, wenn wir genug Zeug haben oder alles in Blau haben, dann können wir es ja immer noch wieder rausfeuern. Und ein Rezept gab es. Was gab es denn? Ein Knüppelrezept. Oder ein Streitkolbenrezept. Das können wir mal einlesen. Oh, hier ein Fischrezept. Was haben wir hier? Ein Oberteilrezept. Ein Ringrezept. Und ein Tischrezept. So, was haben wir hier? Das müsste noch was zu essen sein. Und ein braunes Buchrezept. So, die Maps in der Bottle, die lasse ich mal noch kurz in der Bottle. Wir sprechen jetzt mal mit Viktor. Guten Tag, Viktor. So, hast du allen anderen geholfen? Ja, habe ich. So, er möchte mich zu einem neuen Rang befördern. Agent of Marauders Guild. Gratulation. Oha, er hat jetzt ein Special. Oh boy, more work. Na komm, erzähl schon. Vor vielen, vielen Jahren wurde die Gilde gegründet von einem Mann namens Nicolas. Und Nicolas ist auf mysteriöse Weise verschwunden oder niemand weiß genau, was mit ihm eigentlich passiert ist. Seit einiger Zeit oder seit langer Zeit gibt es das Gerücht über eine geheime Kammer in dem Gildenhauptquartier. Geheime Kammer? So, alle Gebiete der Gilde wurden im Laufe der Jahre gefunden. Eine geheime Kammer jedoch war nicht dabei. Es gibt Gerüchte, dass Nicolas in dieser Kammer bestimmte Artefakte versteckt hat. Also Truhen mit Artefakten. Er hielt das Ganze eine Zeit lang für Unsinn, bis er die Karte gefunden hat. What? Map? Oh, no. Oh, mhm. Das war Let's Gesprächsende, talk. Okay. Ich höre Secret jetzt. So, in den Tiefen der Marauders Ruinen fand er irgendwann ein Tagebuch von Nicolas. Das Tagebuch selber wurde aber in einem merkwürdigen Code verfasst. Er hat es aber geschafft, Teile dieses Codes zu entschlüsseln und eine Map daraus zusammenzusetzen. Die Map nennt sich Marauders Map. Was zeigt die Map, fragen wir. Die Karte könnte den Ort zeigen von der versteckten Kammer. Das einzige Problem ist, er hat die Map nicht. Jetzt fragen wir, wo ist sie? In dem Tagebuch von Nicolas wurde von einem Ort gesprochen, der sich Astrologenhöhle nennt. Und er fragte einige Scouts, die er kannte, ob einer von ihnen diesen Ort kennt. Und einer von ihnen berichtete, dass es vielleicht Aufzeichnungen gibt auf einer Battlemaster Island. Und ja, er hat eine Mappe, die uns vielleicht helfen könnte. Battlemaster Island? So, wir sollen dort sehr vorsichtig sein. Weil klar, Piraten. Es ist wunderschön, aber gefährlich. Hier hast du die Map. Los, finde entsprechend was raus. Und er wünscht uns viel Glück. Jo, das ist doch schon mal schön. Jetzt gucken wir aber nochmal rein. The Missing Map.
Okay, wir müssen also... Jetzt schauen wir mal kurz, wo soll denn die... Wo soll denn die Insel sein? Waypoint? Gar nicht mal so weit weg von unserer Position. Wir müssen hier die Insel noch markieren, fällt mir gerade auf. Scheinbar. Ja gut, ich würde sagen, da fahren wir auf jeden Fall rüber. Dann verfolgen wir nämlich die Quest ein bisschen weiter, finde ich. Jetzt haben wir das erledigt. Haben wir jetzt eigentlich noch irgendwas Schönes gekriegt? Nee, gell? Keine Klamotte, nix. Eieieiei. Yes. Good to see you. Oh, freut mich auch sehr. Aber das ist doch hier bestimmt die Kammer, oder? Guck. Ich brauche nicht suchen, ich weiß, wo sie ist. Okay, da kommen wir nicht rein. Dann machen wir es so. Wir flitzen gleich zusammen raus. Wir gucken nochmal kurz beim Händler, ob es irgendwas Feines gibt. Dann flitzen wir zusammen raus. Und dann fahre ich schnell rüber. Schiff hat da keins. Was haben wir hier? Mystery Map Box. Nehmen wir mal mit. Der hat sonst aber echt nichts, ne? Nö. Gut, gut. Dann flitzen wir rüber auf die Insel und wir sehen uns gleich auf der Insel. Taucht die Insel unseres Begehrens langsam auf. Bisschen neblig heute Morgen. Ich habe übrigens mal ausprobiert, was passiert, wenn man fährt und schläft. Man fährt nicht weiter, wenn man schläft, sondern man wacht auf und man ist in der gleichen Position, nur es ist halt Tag. Bin mal gespannt, ob sie das vielleicht auch noch ändern. Ich finde es okay. Also geht hier nur darum, einfach, dass wieder Tag ist und wir einfach ein bisschen mehr sehen können. Derweil habe ich natürlich auch unsere Werkbänke mal richtig gepimpt. Ich habe jetzt mal alles an Materialien soweit vercraftet, was wir jetzt noch hatten. Und ich zeige euch auch gleich, wie weit wir damit gekommen sind. Denn Ziel wird es natürlich sein, irgendwann hier Battlemasters Voyager zu craften. Und da fehlt uns, ich habe mal einmal gemacht, ich habe auch jetzt die Bretter schon machen können. Uns fehlt noch ein bisschen Silk und Gold. Und wenn wir mal auf die Skills gucken, sind wir mittlerweile bei Woodworking bei 31, Tailoring bei 30 und Blacksmith bei 28. Was eigentlich uns ein bisschen behindert, ist das hier gerade. Weil wir müssten Gold bekommen, also als Erz, und dann einschmelzen. Das ist noch ein bisschen das Hindernis, aber auch da werden wir hinkommen. So, ich würde jetzt mal, ich habe jetzt wie gesagt diverses Zeug in der Tasche. Das schmeiße ich mal eben schnell alles raus. Wallet Tokens nehme ich wieder mit. Ich habe uns auch noch einen Asian Key gemacht für die Insel. Den Fisch schmeiße ich mal raus. Steine habe ich gemacht. Töfkens, das ganze Fischzeug schmeiße ich alles mal raus. Müssen wir ja nicht mit rumschleppen. Wir haben noch Fleisch einstecken, aber Essen dürften wir mehr als genug haben. Auf dieser Insel sollen wir jetzt mal schauen, ob wir irgendwas über die Map rausfinden. Ich bin hier gespannt. Ach, schön, früh am Morgen. Wir sind mittlerweile 27 und World Tier 3. Nächster World Tier ist dann mit Level 30. Das habe ich auch in den Comics gelesen. Vielen Dank nochmal für den Hinweis. Ich gehe mal davon aus, der World Tier steht auch im Kausalzusammenhang mit den Items, die man jetzt zum Beispiel in besseren Kisten findet. Also in Schatztruhen. Weil ich habe das Gefühl, dass der Loot besser geworden ist. Also, dass es viel mehr grüne Items gibt. Oh, ich höre jemanden pfeifen. Hier scheint es eine Höhle zu geben. Das ist schon mal sehr gut. Was haben wir hier?
Ach jo, der altbekannte Kopper. Ich würde sagen, wir flitzen hier auch gleich rein. Ach nee. Astrologer's Cave, das ist doch das, wovon er gesprochen hat. Top. Zack, 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 nehmen wir alles hier gleich mit. Ich bin unterwegs natürlich wieder an einigen Inseln vorbeigekommen. Je nachdem, wo uns die Quest dann hinschickt, decke ich die vielleicht Outtag auf, um wieder Material ranzubringen. Weil, wie gesagt, das Farmen, das müssen wir nicht unbedingt zusammen machen. Wenn wir jetzt so eine Insel erkunden, klar, dann hole ich hier und da natürlich ein bisschen Kopper oder sonst was. Aber den überwiegenden Anteil, das erspare ich euch. Wie auch in den anderen Let's Plays, was wir so gespielt haben bisher. Da habe ich das Grind immer rausgemacht, weil, ja, ist zwar ein Haufen Videomaterial, was dir flöten geht, aber ich persönlich finde es einfach auch schöner. Und ja, es soll euch ja auch Spaß machen, ne? Fiber, Fiber. Asian Key Rezept kennen wir schon. Aber das Moos ist gut. Also das Rezept ist auch gut, können wir verkaufen. So, da sehe ich noch... Na, lass mich durch. Da sehe ich noch Pilze. Die hätte ich natürlich noch gern. Und ich würde natürlich auch mal hier rumschauen. Ob es hier irgendeine Wand gibt, die wir aufmachen dürfen. Oh, da ist so ein bisschen Jump'n'Run, ne? Guck mal, da oben ist irgendwas. Ach, nice. Das gucken wir uns gleich an. Weil ich vermute, man kommt durch das Tor nicht, oder? Kommt man durchs Tor? Ist da ein Hebel? Nee, da ist kein Hebel. Ich guck grad mal, ob hier irgendwo anders ein Hebel ist. Weil manchmal verstecken sie die Hebel auch. Das war knapp daneben, ist auch vorbei. Mist. So, ich hab's 100-mal probiert gefühlt. Ich glaube aber, ich hab's mit dem Trank Diebeswind ganz gut hingekriegt. Und man muss alle, man darf die nicht nacheinander springen, man muss quasi vorne anfangen und dann rennen, springen, rennen, 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 die ganze Zeit durchrennen. Und so kommt man dann auch irgendwann hier hoch. Ach Gott, das war jetzt, hui. Aufwand ohne Ende. Aber egal, es hat sich gelohnt, hoffe ich. Aha, da ist schon mal die Map. Wunderbar. Schnappen wir uns natürlich noch den ganzen Killefit hier. Oh. Ein neues Säbel. Ich hoffe, das kann was. Ich habe es zuerst auch mit diversen Tränken einfach mal getestet, um zu schauen. Ich glaube, der Diebestrank ist echt optimal dafür. Weil der bringt natürlich ein bisschen was auf Beweglichkeit. Wir gucken uns mal kurz den Trank an. Das ist... Wo haben wir ihn denn? Das müsste der hier sein. Und der bringt halt 5 zu Dexterity. Das ist ziemlich gut. Muss ich echt sagen. Hat jetzt Bock gemacht. Also wie gesagt, trotzdem nochmal probieren. Hat es dann ganz gut funktioniert. Vielleicht nochmal so kurz als zum Anschauen, wie ich es gemeint habe. Also man muss wirklich hier... durchrennen. Und dann geht es auch wunderbar. So, jetzt klappt es natürlich auf Anhieb. Wie soll das anders sein? Lass uns mal nach der Waffe gucken. 2 bis 11, 5 bis 14. Was kann unser jetziges? 3 bis 10, 5 bis 16. Das ist schon mal ein Tickel besser. 3, 3. 4, 3, 2 Armor. Jetzt gucken wir mal. Ach, verdammt. Geil wär's, wenn das Schwert natürlich... Schaden mit dem Schwert unterstützen würde. So, hier haben wir Stärke, Schild, Schild. Hier könnten wir dreimal auf Armor gehen. Ich weiß nicht so ganz. Dann verlieren wir eine Stärke. 5 bis 16, 5 bis 14. Ja, ja, ist ganz nett, ist jetzt aber auch nicht der Knaller, ne? Schade, aber sei es drum, ich will mich gar nicht beklagen. Wir werden noch das perfekte Schwert für uns finden, ich bin mir sicher. Wir gucken aber noch die restliche Insel schnell durch. Und ich würde, wie gesagt, zwischen den Folgen mal ein paar Inseln abklappern. Vielleicht haben wir Glück. Und wir finden in der Nähe einen Marodeurs Unterschlupf. Dann können wir nämlich auch hier die Quest abgeben.
Und wer weiß, vielleicht befindet sich hier in der Kiste, die wir dann finden, von Nikolas, ein Artefakt, was uns nach vorne bringt. Dann machen wir hier einen Cut. Ich würde die Insel noch abfrühstücken in gewohnter Manier. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bleibt mir gesund, genießt die Zeit. Bis gleich. Ciao.